Katz und Maus in Gesellschaft Eine Katze und eine Maus wollten zusammen leben und Wirtschaft zusammen haben. Sie sorgten auch für den Winter und kauften ein Töpfchen mit Fett. Und weil sie keinen besseren und sicheren Ort wussten, stellten sie es unter den Altar in der Kirche. Da sollte es stehen, bis sie sein bedürftig wären. Einstmals aber trug die Katze Gelüsten danach und ging zur Maus. »Hör, Mäuschen, ich bin von meiner Base zu Gevatter gebeten. Sie hat ein Söhnchen geboren.« »Weiß und braun gefleckt, das soll ich über die Taufe halten. Lass mich ausgehen und halt heut allein Haus.« »Ja, ja«, sagte die Maus. »Geh hin und wenn du was Gutes isst, denk an mich. Von der süßen roten Kinderbettwein tränke ich auch gern ein Tröpfchen.« Die Katze aber ging geradewegs in die Kirche und leckte die fette Haut ab, spazierte danach um die Stadt herum und kam erst am Abend nach Haus. »Du wirst dich recht erlustigt haben«, sagte die Maus. Wie hat denn das Kind geheißen? Haut ab, antwortete die Katze. Haut ab? Das ist ein seltsamer Name, den habe ich noch nie gehört. Bald danach hatte die Katze wieder Gelüsten. ging zur Maus und sprach: Ich bin aufs Neue zu Gevatter gebeten. Das Kind hat einen weißen Ring um den Leib, da kann ich's nicht abschlagen. Du musst mir den Gefallen tun und allein die Wirtschaft treiben. Die Maus sagte ja. Die Katze aber ging hin und fraß den Fetttopf bis zur Hälfte leer. Als sie heimkam, fragte die Maus: Wie ist denn dieser Pate getauft worden? Halb aus. Halb aus? Was du sagst? Den Namen habe ich gar noch nie gehört. Der steht gewiss nicht im Kalender. Die Katze aber konnte den Fetttopf nicht vergessen. Ich bin zum dritten Mal zu Gevatter gebeten. Das Kind ist schwarz und hat bloß weiße Pfoten, sonst kein weißes Haar am ganzen Leib. Das trifft sich alle paar Jahr nur einmal. Du lässt mich doch ausgehen. Haut ab, halb aus, sagte die Maus. Es sind so kuriose Namen, die machen mich so nachdenksam. Doch, geh nur hin. Die Maus hielt alles in Ordnung und räumte auf. Derweil fraß die Katze den Fetttopf rein aus und kam satt und dick erst in der Nacht wieder. Wie heißt denn das dritte Kind? Ganz aus. Ganz aus! Ei, ei, das ist der allerbedenklichste Name sagte die Maus. Ganz aus! Was soll das bedeuten? Gedruckt ist er mir noch nicht vorgekommen. Damit schüttelte sie den Kopf und legte sich schlafen. Zum vierten Mal wollte niemand die Katze zu Gevatter bitten. Der Winter aber kam bald herbei. Wie nun draußen nichts mehr zu finden war, sagte die Maus zur Katze: Komm, wir wollen zum Vorrat gehen, den wir in der Kirche unter dem Altar versteckt haben. Wie sie aber hinkam, war alles leer. Ach! sagte die Maus. Nun kommt's an den Tag. Du hast alles gefressen, wie du zu Gevater ausgegangen bist. Erst haut ab, dann halb aus, dann Schweig still, sagte die Katze, oder ich fresse dich, wenn du noch ein Wort sprichst. Ganz aus, hatte die arme Maus im Mund, und hatte es kaum gesprochen, so sprang die Katze auf sie zu und schluckte sie hinunter.